Hallo und wieder recht herzlich willkommen in Raft. Und heute haben wir eine besondere Folge. Als erstes mal meine Crew, der Amamuru. Und auch, wie immer. Der gestörte Hamster. Hallo. Und der Hamster ist die ganze Zeit wieder dabei, das Schiff umzubauen. Und der Amu wartet darauf, dass seine Küche fertig wird. Und ich bin schon ganz gierig darauf, die neue Quest zu erreichen, das neue Questziel. Muss mal gucken, glaub, hier. Ey, geh in deine Küche hier. Platz hier. Bewegt er sich überhaupt, der Kahn? Achso, du musst ja immer noch drehen hier. Haben wir den Anker hochgezogen? Nee. Ja, den habe ich doch hochgezogen. Doch, ja, wir bewegen uns. Ja, sonst würde er sich ja gar nicht bewegen, glaube ich. Langsam habe ich auch schon Hallo sehen. Muss direkt mal noch als Kapitän gehen wir nach unten kicken. Ja, dem Hamster darf ich nicht in die Quere kommen, auch wenn ich hier der Captain bin. Aber und dem Amo darf ich auch nicht in die Quere kommen hier, der in die Küche. Da gibt's Ärger. Das ist deren Bereich. Ist okay. Ja, nun kommt doch schon. Dreht sich und dreht sich und dreht sich nicht. Nee, lass mal. Wenn du dich wegdrehst, dreht sich das Lenkrad. Dreh dich mal weg. Geh mal weg da. Nee, lass mal. Achso. Dreh mal das Lenkrad, beweg's mal nach links. Und jetzt geh mal weg da und dreh dich mal um. Ja, guck, dann geht er wieder hoch. Das wollte ich. Also das macht er auch. Gut. Hast immer noch die Sauerstoffflasche drauf. Deswegen ja. Ich habe die Sauerstoffflasche auf und ihr habt andere Gesichtsmasken auf. Ich atme durch eine Cola-Flasche. So, wie weit jetzt? Oh, sag mal, wie lange braucht der Kahn zum Drehen? Die haben ja wahrscheinlich gegen den Seitenwind haben wir eigentlich. Warte mal. Ich kann es hier nicht sehen, ja. Das Radar fällt gleich aus. Macht doch nichts. Ja. Jetzt geradeaus. Ja, macht er jetzt automatisch. Eine Batterie haben wir noch. So, jetzt sind wir noch. Oh, es geht aber langsam vorwärts, ne? Nö, es geht. Nö, nö, nö. Jetzt sind wir Fahrt auf. Aber wir haben noch knappe 1800, naja, knappe 2 Kilometer wollte ich nämlich bald gerade sagen. Nee, nee, aber es sind etwas über 1800 Meter noch. Also er hat noch. Er hat noch. Wir sammeln zwischendurch auch ein bisschen Schrott. Wir haben ein bisschen Pech gehabt. Uns ist das Schiff ja beim letzten Mal backen geblieben, haben wir erzählt. Wir haben der Stadt, der Hochhausstadt, den Rücken gekehrt. Ich gucke mal in mein Tagebuch. Ja. Wir haben Varuna Point den Rücken gekehrt und begeben uns jetzt nach Temperance. Die Koordinaten sind 6784. Die sollten eingetragen sein. Ja, ich habe mal hier Batterie entfernen. Neue Batterie rein. Die alte Batterie in die Kiste, damit man das gleich sieht, dass da neue Batterie rein muss. 6784. Ja, die richtigen Koordinaten sind gesetzt. Das Schiff fährt jetzt mit Autopilot. Also kann ich die Besatzung mit meinen blöden Sprüchen nerven. Muss mal gucken, wo der Hamster ist. Ach so, habe ich auch noch nicht gezeigt. Ja. Das habt ihr ja noch nicht gesehen, nur auf dem Thumbnail. Und hier, liebe Freunde, da sind Amo und ich gewesen. Dieser riesige Fisch, den haben wir beide zusammen erlegt in dem Hochhaus. Wisst ihr ja noch, da mussten wir ja so Explosivfässer in die maroden Säulen reinstecken. Und hier steckt noch ein Angelhaken drin. Guck mal, ja, tatsächlich ein Angelhaken steckt da. Ja, da haben wir ja als erstes gedacht, dass der hier eine Harpune rausgezogen werden sollte. Ja, wir haben als am Anfang gedacht, wir könnten diesen Hammerhai für uns gewinnen als freundlichen Gesellen, indem wir ihn von seinen Qualen befreien und den Haken und die Harpune entfernen. Aber dem war leider nicht so. Wir sollten ihn im Prinzip mit den einstürzenden Säulen töten. Ja, schade eigentlich. Aber wäre ja auch eine Idee gewesen. Ja,
Der hätte den anderen Hai fressen können. Das habe ich so gedacht, das wäre ja auch eine Idee. So als Abschlusssequenz hier, dass der unser freundlicher Begleiter ist und die anderen Haie in die Flucht schlägt hier und unser Floß beschützt. Beziehungsweise jetzt ist es ja kein Floß mehr, sondern jetzt ist es ja schon ein richtiges Boot. Gut, ich werde mal ein bisschen Material einsammeln hier. Ammo? Ja? Kannst du schauen, ob du ein paar Grills hinter die Theke bekommst? Ich will mal sehen, ob es platzmäßig hinhaut. Elektrogrills oder andere Grills? Scheißegal. Apropos scheißegal, wir müssen ja auch noch dieses Windrad aufstellen irgendwo, ne? Das können wir, müssen wir nicht, aber... Wir haben nämlich jetzt noch ein paar Baupläne, wir können nämlich ein Windrad aufstellen und Strom damit. So, dann haben wir hier, das habe ich ja schon gezeigt, unser computergesteuertes Lager. Ist da jetzt ein Fenster drin oder habe ich Hallos? Nice. Sieht ja gut aus. So, das kann man jetzt hier immer einfach so reinschmeißen. Den ganzen Krempel, den man jetzt hier aufsammelt. Wer hat hier wieder seine Wurstfinger an der Kiste? Ah, danke. Der Quincy. Was warst du ja schon wieder im Lager? Wieso, wo hast du denn du... Hey, das ist, wenn einer an der Loot-Kiste ist, kann der andere nicht mehr rausnehmen, also nicht verbaut. Ich habe den Hamster gar nicht gesehen. Wie hat denn der Hamster da durchgegriffen? Und was ist das? Hab ich gar nicht beim Bauen. Wenn du beim Bauen plötzlich nicht mehr bauen kannst, dann weißt du, dass jemand an der Kiste ist. Ach, wenn ich eine Kiste... Ach, wenn ich jetzt hier rangreife, kannst du nicht bauen? Nö. An die große Kiste. Ja, das Lager. Das computergesteuerte Lager. Ach so. Das hab ich ja gar nicht gewusst. Haben wir noch genug Sprit? Einfach hingehen, auffüllen. Guck mal im Maschinenraum nach. Wie sieht das aus? Ja, der ist noch voll. Ja, ich hab... Ach so. Und der ist auch noch voll. Das sieht da richtig gut aus hier. Gut, das Schiff wird unten immer überschwemmt. Die Bilge wird immer überschwemmt. Aber das hängt damit zusammen, wir wollen ein Fußbad hier einrichten. So, wo haben wir das andere? Und immer noch, wir haben Mods eingebaut. Jo. Das finden wir gut. Das macht richtig Laune. Wie gesagt, die Mods, die muss ich, die sind dann Video verlinkt tatsächlich. Die seht ihr unten in den Verlinkungen. Moment. Wo ist denn das andere Ding? Entschuldigung, ja. Mach weiter, sorry. Die seht ihr unten in den Verlinkungen, auch wo wir den Launcher, den Mod-Launcher, mit dem ihr das Spiel dann starten könnt, werdet ihr dann dementsprechend noch sehen. Findet ihr alles da unten. Sag mal, sind das die Flüssigkeitsanzeigen, die funktionieren dann auch tatsächlich richtig hier. Hier ist ein Staubsauger als Pumpe. Ist ja der Hammer. Ich habe eine Planke eben aufgenommen, die wurde aufs Schiff gespült. Kann man damit dann auch die Bilge leer pumpen, Hamster? Nö, ist nicht. Verdammt. So, hier also ein Seitlicht da, wo der Generator die Kiste steht, konnte ich meine zwei. Ich verziehe mir schon meinen Steuerstand hier. So, 1200 Meter noch. Okay. Batterie hat noch 100%. Aber Batterien haben wir ja noch im Lager, ne? Ja. Können wir die eigentlich jetzt schon aufladen? Ja, wir haben gerade die Benzinpumpe hier. Das Ladegerät mit Biokraftstoff. Dann werde ich die mal reinschmeißen, die Batterie da. Zumindest, dass sie schon weg ist und Nachschub holen. Frische Batterien holen hier. Passt das vom Platz her? So, hier will ich ja die Kisten reinbrezeln. Kann ich das hier nicht noch weiter nach hinten? Da kann ich gleich die neue Batterie rausnehmen, das ist ja genial. Wie lange braucht denn der da? Ah, hat schon 8%. Ist ja der Hammer. Guck mal an. So. Cool. Da lädt er jetzt die Batterie auf. Wie lange braucht er so zum Laden? 16% schon, alles klar. Alter, ich denke mal eine Minute oder so. Das geht aber schon recht flink. Oh, warte mal. Das haben wir, das haben wir.
Also das Ladegerät, das bringt schon Punkte hier. So, Batterieladung. Zack, erledigt. Was los, Hamster? Ah, ne, ich... So, passt schon. Also von daher... Da ist eine Insel jetzt. Da werden wir mal anlegen, würde ich sagen. Ja? Ja. Ich werde da mal drauf zusteuern. Kann sich mal einer von euch an den Anker begeben? Und in den Maschinenraum? Ja. Ich sag gleich Bescheid. Jo, na, Starte. Ich richte meine Küche ein. Ja. Ich fahre noch einmal durch die Spur hier mit Schrott durch. Denn ich will noch ein paar Erze abbauen hier. So, ich sag gleich. Maschinenstopp! Anker fällt. Ja. Gut, perfekt. Eine Maschine läuft, haben wir noch nach. Ne? Auf dem letzten Kopf knallt die immer noch. Ne? Ja. So, dann wollen wir mal an Land gehen. So, ja, ich meine Kisten. Ich glaube, ich baue mir noch eine. Ach ja, wir haben ja jetzt einen Rucksack mit. Hier, Melonen nehmen wir hier schon mal schön mit. Ja, die Rucksäcke sind auch genial, ne? Ja. Die haben gefehlt hier. Eine Axt habe ich jetzt auch dabei. Nice. Das wächst wieder nach. Das wächst alles wieder nach hier. Kokosnüsse, also. Palmblätter. Ammo? Ja, einen Moment. Ich guck gerade, ich richte mich gerade nur wieder ein. Ja, guck mal, ob der Tank sich bei dir auffüllt. Sehe ich das? Ja, da ist eine Messlatte. Ja, er hat gerade sich einmal nach oben bewegt. So, nasse Anna bringe ich noch mit, ne? Kennt die jemand, nasse Anna? Ja, schmeckt gut. Gut, mein Speer. Je älter die Frucht, desto süßer das Fleisch. Ach so, wir reden. Stimmt. Wir reden nicht aneinander vorbei. So, dann gehe ich mal ein bisschen auf die Tauchstation hier. Dann tue ich da unten die Besamung rein. Ne, die fertig gerichtet. Also zumindest alles, was Früchte ist. Ja, das entscheidest du alles. Das ist dein. Ja, ja, ich gucke ja gerade. Grill, Koch. So. Der Hai hat jetzt aber auch ein paar Probleme, ne? Der hat gleich Asthma gekriegt, als er hinter mir her schwimmen wollte, weißt du? Hey, vielleicht holt er sich auch Motzen und kommt dann noch schneller. Das könnte sein, ja. Der Motthai, ne? Titanenherz haben wir keins mehr. Ha! Stimmt doch was. Da haben wir ja was. Stimmt. Ein Balken, ein Barren liegt noch drin, ne, oder? Jo. Ja, wir finden auch wieder was. Das mit dem länger unter Wasser bleiben gefällt mir auch. Da brauchst du nicht mehr so oft auftauchen, wenn du lootest. Kupfer habe ich gefunden. Kupfer. Kupfer. Sand. Stamm. Ja, aber ich warte mal, bis du dich hier eingerichtet hast, dann baue ich gleich weiter. Kupfer. Und eine Lampe habe ich auch. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, das stimmt ja. Wir sind ja jetzt beleuchtet. Ja. Und Glipper nehme ich auch noch gleich mit hier. Und jetzt ist der Hai fällig. Ah.
Jetzt kannst du den Hai jagen, weißt du da? Ja. Der haut jetzt ab in die Tiefe, feiges Tier. So, was haben wir hier noch? Ein Biss noch von dem Hai und dann bin ich eh drauf. Ich muss mich mal kurz ausruhen. Ja. Das Kokosnuss ist der Topf. Genau. Bumm. Ein bisschen was trinken jetzt. Lassen wir. Gut. Kiste habe ich noch gefunden unten. Mit Vorräten halt, ne? Ja. Wassermelone. Noch eine Wassermelone. Gut, weiße Blumen nehme ich jetzt natürlich nicht mit. Wir können übrigens mit diesen weißen Blumen, wir können unser Schiff auch malern, ne? Anmalen oder so, ne? Na, das kommt ja später. Irgend so eine Farbe, Farbgebung können wir dem Schiff geben. Ja, das können wir später machen. Der Kahn hat aber eine Schaukelei drauf. Mein lieber Mann. Das ist schon extrem. Ne? So. Ach, hier kann man ja noch weitermachen. Barbecue haben wir schon. Kann das eine Rezept weg? So. Gucken wir uns den Hai nochmal wieder an. Na, wo ist er? Flipper. Kann ich das? Nee, das funktioniert nicht. Ah, da habe ich noch Platz. Komm schon. Ja. Denk dran, die Beete können ein Deck über uns. Ne? Du hast sehr viel Platz. Ja. Muss ich gleich mal gucken. Aber erst einrichten. Ja, erst einrichten. So, also die Wand, wenn du die hier wegmachen willst, die hier so drin steht, ne? Ja. Die kann dann weg, es sei denn, das ist ein Stabilitätsproblem dann. Also, ich bin ganz ehrlich. Gemüsesuppe-Rezept haben wir schon, ne? Jo. Gut. Was bist du ganz ehrlich? Ich bin, also, bei mir kann man sowieso nicht mehr darauf vertrauen, dass ich weiß, wo hier die strukturelle Integrität liegt, wenn ich ehrlich bin. Oh nein! Aber muss hier so viele Säulen bauen, da blicke ich selber schon nicht mehr durch. Also, es kann, das ist vertrauenserweckend wahrscheinlich, ne? Ja. Ich meine, wo du mich gerade siehst, die Wand hier meine ich jetzt. Wo ich davor stehe. Weil da habe ich jetzt alles weggemacht. So, ich habe jetzt den Hai erlegt. Jawohl. Unten die Besamung, Gemüse, Obst. Oh. Oh ja. Ups. Ups. Das ist dein.
kann ich mich nämlich hier noch ein bisschen breit machen. Ja, cool. Also solange die Säulen nicht wegkommen, sollte alles sein. Nee. Schön, dann kann ich den Grill ein bisschen umstellen. So. Wer pinkelt ans Wasser? Ich, Entschuldigung. Das hört sich aber echt gut an. So. Ich werde das Lager jetzt auffüllen, Max. Jo. Oh, Tische hier, geil. Achtung, Lager, ich fülle es auf. Jetzt. Haikopf geht auch rein, ne? Der hat wieder seine Griffe an der Kiste. Genau. So, warte mal. Das Seil auch noch. Hat noch die Blätter noch. Und den Rest, den kriegt Ammo hingeschmissen in die Küche. Wo ist Ammo? Wo ist das Lager für Ammo? Einen Moment. Ich bin gerade am Pflücken, damit ich umziehen kann. Ja, ich sortiere. Ja, ich pass auf. Nasse Anna habe ich auch. So. Zwiebeln. Die Sämlinge, wo hast du... Ach, da unten. Unten ist der Samen. Wie sonst auch. Oh, so richtig. Ich meine, man muss ja auch Prioritäten setzen, finde ich. Ne? Gut. Scheiße, wo ist das Ding denn? Das kann ich ja nicht schauen. Batterie ist raus, alles klar. Hunger! Nö. Na denn nicht. Gibt nix. Beziehungsweise noch nicht. So, ich werde den Anker mal wieder... Hast du den Schatz gesucht? Ja, natürlich. Ich habe ihn doch reingeschmissen, den Schatz. Du meinst die Kiste unter Wasser, die Plastikkiste immer, ne? Nö. Den Schatz? Mit Metalldetektor auf das die... Das könnt ihr auch nochmal machen. Da hast du eine Idee. Werde ich mir einen metallenen Detektor holen. Wo habe ich den? In meiner Kiste. In der großen. Ich habe alles reingeschmissen. Ja, dann lass mich das ruhig noch mal machen als Abschluss hier. Wir sind ja in der Insel, ne? Nein. Ja. Kann doch wer Ton ran schaffen? Ja. Ja. Jo. Moment, sind wir gerade dabei. Dann macht er die Ecke. Ich hole den Metalldetektor. Und eine Schaufel brauche ich auch noch. Sand. Ton, alles klar. Warte mal. Metalldetektor habe ich, Schaufel. Aber bleib nicht so lange in der Sonne und steigen dir die Sonnenstrahlen zu Kopf. Ja, noch haben wir Zeit. Okay. Geht's noch mit meinem Sonnenbrand. Eine Schaufel habe ich gar nicht. Hier war doch eine Schaufel. Ja, du brauchst eine Schaufel. Er gibt einfach in das Suchleiste. Hier, die Kiste ist weg. Ist hier. Meine Kiste ist auch leer? Ja, die habe ich leer gemacht. Ach, alles da rein. Flynn. Gut. Also ich. Ja, dann ist keine Schaufel hier. Schaufel. Der Hai lebt schon wieder? Jupp. Der haut aber ab von mir. Ne, Schaufel ist hier nicht drin. Ja, mach ich jetzt. Zack. So, Schaufel habe ich. Geht los! Jawohl, Erfolg, Expert Shark Hunter.
So, Ton. Habe ich einen gefunden. Ja, da, ich sehe, ich sitze gerade vorm Anker, ne, oder schwimme gerade vorm Anker. Nicht, dass ein, irgendein Blauwald denkt, oh, cool, eine Angel. Ne Angel. Ich habe noch so einen Tiki-Mann aufgenommen. Das, aber ist bloß mal ein Schatz hier drauf, ne? Yep. Gut, ich habe so einen Tiki-Mann jetzt aufnehmen können. Wir haben ja schon einen, ne? Ton, Ton, Ton. Ja, ja, Tiki-Mann. Das ist gut. Wir können gar nicht genug Glücksbringer auf unser Schiff transportieren. Die Glückskotze. So, mal gucken, finde ich hier noch was? Wieder Sand. Die Schalubbe ist aber wieder am Schaukeln, wa? Das kann ich sagen, du. Nee, 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 aber Judo, okay, dann werde ich mich erstmal auskotzen gehen. Im Klo. Bis zum nächsten Mal. Eure Fallout Legends auf hoher See unter Wasser. Tschüss. Tschüss.